Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konarium. Ich bin Mr. Katafi, euer sich schon etwas gruselndes Kaninchen in diesem Horrorspiel, welches glücklicherweise bisher noch nicht so Horror war, aber schon ziemlich atmosphärisch. Und ich habe mir etwas zu schreiben besorgt, damit ich potenziell Notizen machen kann. Was ist in diesen Tubes? Ist das Blut? Sind das Filme? Kann ich welche von diesen Tabletten nehmen? Ein Mikroskop. Was kann ich da reingucken? Ja, kann ich. Nix. Handschuhe. Kann ich die mitnehmen? Die sind bestimmt hilfreich. Und eine blutverschmierte Notiz. Yay. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht. Mit Ausnahme von Frank Gilman. Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Sein Körper war eiskalt. Und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hat, aber es konnten nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Und dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Frank Dr. Faust persönlich an. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich, aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint, aber das, was ich hörte, klang in höchstem Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Yay. Vor allem 5 Minuten kein Herzschlag, dann bist du schon ziemlich tot. Was haben wir hier? David. Bezüglich psychoaktiver Pflanzen, Saheti und Diversae. Kann ich die auch öffnen irgendwie? Nee, ne? Weil ich möchte die gerne lesen. Oh, war da was? Nein. Hab ich mich geirrt. Ja, die möchte ich gerne lesen. Hab doch Zeit, ist doch nicht so, als wäre ich hier von einem Monster bedroht oder so. Okay, dann geht's weiter. Wir haben den Strom angeschaltet. Hübsch! Die Wanddekoration. Storage. Biohazard. It's dark. Na und? Hau auf! Mach auf die Tür! Ja, ist ja. Ich höre schon auf. Was ist das? Die Kantine. Der Ort der Freude. Smells awful in here. Und des guten Geschmacks. Hm. Scheinbar steht das hier sind. Steht das hier schon ein bisschen länger. Möchte ich nicht. Hier irgendwas? Steht da was drin geschrieben? Hm, das sieht gut aus. Ich würde sagen, mein Freund, das ist alles schon ein bisschen länger hier. Ist das Blut? Ich hoffe es, denn ich möchte nicht wissen, was sie sonst hier gegessen haben. Ist da was drin? Oh, Kaffee. Oh, schwarzer Tee. Geil. Ich habe gerade einen schwarzen Tee hier. Nom nom nom, schwarzer Tee. Zucker und Kräutertee. Das ist doch alles da. Mehr brauchst du doch nicht. Was braucht man mehr? Kaffee, schwarzen Tee und Kräutertee. Ach so, deswegen ist die Tür verschlossen, ne? Weil die Säcke hier im Weg stehen. Diese Tür kann ich nicht öffnen? Nein. Na gut, was ist hier drin? Ja, dann werf dich dagegen. Wirf! Imperativ mit I. Werfi! Dann versucht ja schon so ein bisschen die Anspannung. Also ich mache das jedenfalls, Anspannung mit Humor zu lösen. Und das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Um hier jetzt nicht total in Panik zu geraten und sich zu verstecken oder in Todesstarre zu verfallen, so wie es ja bei uns üblich ist, bei uns Kaninchen. Da muss man ja irgendwie gegen kämpfen. Die Anspannung. Schön, was auch immer das ist, es sieht schön aus. Und das sieht auch cool aus. Der Aufzug.
dieses Fenster ist, das haben sie doch mit Absicht, das ist doch mit Absicht da. Welchen Grund hat dieses Fenster, außer, dass ich irgendwann in den Aufzug steige und sehe, wie dort jemand lang geht oder irgendwie sowas? Oder ich fahre mit dem Aufzug hier wieder hin und sehe, wie dort jemand langkommt und in der Tat verschwindet. Ich möchte noch nicht hochfahren. Wir wollen hier nicht übertreiben. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück, machen die Tür hier mal zu. Kann ich ja da. Sehr gefährlich, dann läufst du mit dem Kopf gegen. Alter, diese Türen. Und jetzt geben wir dem bösen, bösen Geist nach. Wo die Crewräume sind. Locked. James Barlow. Sein Schrank zugeschlossen. C. Lennings hat auch seinen Schrank zugeschlossen. Und H. Anderson hat seinen Schrank nicht zugeschlossen. Ein Buch von Nikolai Gogol. Das Porträt. Kenne ich nicht. Kenne nur Nikolai Tesla. If his coat is just right here, where is he now? Hinter uns! Nicht. Na gut. Lean Brown kann ich nicht zumachen? Aufmachen? Stifte! Kisten! Wem gehörte dieser Schrank? Ned Well. Johanna DeWitt, die Ärztin, hat auch abgeschlossen. Was zum Geier, warum? Dazu sagst du nichts zu diesen ganzen Vieren? Da hast du kein Wort zu verlieren drüber? Das, wer war das hier? Wer ist der Wahnsinnige? Mach mal die Tür wieder zu, bitte. Geht nicht. Das N. Hansen. N. Hansen war der Typ, der die Stimmen gehört hat, der die Albträume gehabt hat. Das ist echt eine schöne Geschnitzung. Wo hat das Holz dafür her? Das ist alles... Och, guck mir mal an. Das ist normal. Hat der hier halt... Jeder braucht ein Hobby, ne? Der schnitzt halt tausendmal die gleiche Statue. Al Ferguson. Und David Burka. Geht auch nicht auf. Okay. Private Räumlichkeiten. Diesen Gang kenne ich. Ist das nicht der Gang gewesen, wo am Anfang in dieser Halluzination dort hinten Dr. Faust stand? Nein, ich wollte dich nicht so machen. Nein, lass mich raus. Ich will da noch nicht lang gehen. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang will. Ich bin noch unsicher. Schon wieder Medizinkästen. Das sind viel zu viele Medizinkästen. Hallo? Jemand da? Ich weiß nicht, ob ich ein Ja hören möchte. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher, welche Antwort ich auf meine Fragen haben möchte. Was ist das? Eine Motte. Schön. Hübsch. Hat definitiv keine symbolische Bedeutung. Noch eine Jacke. Ein Buch. Ein Zeichenbuch. Was? Einer der Kompositskulpturen, die wir auf unserer ersten Expeditionsmission entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn und in der Innenhand der Hand, Innenseite der Hand, was meiner Meinung nach auf einen Zustand der Erleuchtung hinweist. Da Andeutungen auf Wissen, die großen Alten in fast jeder Bass, in jedem Bassrelief, was auch immer, das wir bislang gefunden haben, Erwähnung finden. All das lässt mich glauben, dass die Kreaturen in diesen Hallen wissen, welche Art auch immer, von den großen Alten, der sagenumwogenen Gestalt aus urzeitlichen Mythen erhalten haben. Cthulhu! Welche Ausführungen der Kompositskulpturen, deren Erscheinungsbild von menschlich bis Reptilienart reicht, sind zumeist beschädigt und allgemein in schlechtem Zustand. Der Bildhauer hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Ja, das ist sehr menschlich.
Das Übermaß an fünfzackigen Formen auf den Bauwerken, die wir hier bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Des Weiteren sind die meisten der eleganten Figuren, die die gewaltigen Tiere zieren, Tore zieren, und kann ich jetzt mal Licht annehmen? Ach, das ist schon an. Wow, das ist an? Ach so, oh, meine Maus. Und stillschweigend auf uns herabblicken, reptilienartig. Stimmt, fünf. Das Antlitz dieser grotesken, reptilienartigen Gestalt, die vor so vielen Äonen angefertigt wurde, sorgte bei Entdeckung für Aufruhr in der Mannschaft. Einige behaupten sogar, sie würden gedämpftes Gelächter aus ihrem Inneren vernehmen. Auf dem Pinienzapfen, den sie mit ihren humanoiden Händen bewachte, oder zu verstecken versuchte, sind Symbole eingraviert, die wir noch nicht entziffern konnten. Diese? Das nehmen wir mit, oder? Nehmen wir mit, klingt gut. Das ist eine Trophäe. Schön. Toll. Ein Bild von einem kleinen Kind. Mit seiner Puppe. Hübsch, süß, knuffig. Weiter geht's. Hallo. Da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Ich versuche das hier mit Euphorie und Humor abzudecken und dann höre ich Stimme und sofort ist meine ganze Führung so, bumm, wieder weg, so, oh mein Gott, Angst, Angst, Todesstarre. Bloß nicht auffallen. Auch rum zu quietschen. Was haben wir hier? Ein Kleiderbügel, aha. Eine blutverschmierte Notiz. Die Albträume haben ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Noch immer begegnet mir dieselbe männliche Gestalt in meinen nächtlichen Visionen. Doch mittlerweile hält er etwas in der Hand. Vermutlich eine Lotusblüte oder einen Tannenzapfen. Wir führen nach wie vor dieselbe düstere und ernstere Unterhaltung, Nacht für Nacht. Doch ich erinnere mich immer noch nicht an den Inhalt dieser. Manchmal vernehme ich seine Stimme über das Funkgerät, wenn ich arbeite. Es sind keine verständlichen Sätze, sondern eher eine Art unterbewusstes Gemurmel. Ich habe Angst davor, jemandem davon zu erzählen, denn man würde mich mit ziemlicher Sicherheit suspendieren. Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Yay. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue gerade. Ich glaube, dass Hansen all diese Statuen nach dem Ebenbild des Mannes geschnitzt hat, den er in seinem Albträumen gesehen hat. Ach, dann ist das doch eine Lotusblüte. Oh, ich freue mich. Welchen Tagebuch, neuen ein Tagebucheintrag? Ist das Hansen mit seinem Kind? Süß. So, oben ist nix. Da wer? Hallo? Und hinter dieser Tür? Oh, noch nicht. Okay. Da endet auch der Gang. Okay. Der Geist muss ja noch irgendwo sein, der hier reingeschlichen ist. Ne? Das ist ja... Das kommt. Da sind wir uns alle sicher. Das wird passieren. Hier haben wir nochmal ein Kind. Es ist immer das gleiche Kind. Kann das sein? Oder seht ihr nur alle für mich gleich aus? Es kann auch sein, dass... Ich meine, das sind alle Menschen. Die sehen für mich sowieso immer fast alle gleich aus. Aber alle Kindheitsbilder, die ich jetzt hier gesehen habe, sehen für mich aus wie das gleiche Kind. Ist das ein Zeichen? Oder ist das einfach nur, man hatte nicht so viele Bilder? Oh, ein Schlüssel. Für Johann de Witt. Ich habe einen Schlüssel mit einer Aufschrift gefunden. Freude! Alter, ich habe gerade gedacht, das ist ein Finger. Mal bitte auf zu schaffen. Kannst du mal ein bisschen schleichen? Damit ich unterscheiden kann, ob das deine Schritte sind oder die von einem bösen Wesen. Handschuhe. Notiz. Ich bin geneigt, der Auffassung Glauben zu schenken, dass unsere nächtlichen Visionen nicht nur vage und fantastische Reflexionen des Erlebten in wachem Zustand sind.
Jedes Mal, wenn ich in den Schlaf gleite, bin ich aus irgendeinem Grund dazu in der Lage, in meinen Träumen atemberaubende Landschaften zu erkunden. Eine vollkommen fremdartige Perspektive mit unnatürlichem Charakter, mit der sich die äußere Sphäre der mir bislang noch unerschlossenen Welt mit einer unglaublichen Intensität darstellen lässt. Ich weiß nur, dass dies seit Beginn der Konarium-Sitzung möglich ist. Obwohl ich keiner der Teilnehmer bin, bin ich trotzdem davon betroffen. Es fühlt sich an, als würde ich während meiner Ohnmacht in diese ewige Leere hineingezogen. Als würde ich die Schwelle zwischen Traum und dieser fremden Welt überschreiten. Sehr schön, Ferguson. Sehr schön. Okay, das ist nicht das Kind. Das ist definitiv ein anderer Mensch. Aha, ein Bild von vermutlich ihm und seiner Frau. Okay, und es ist ja klar, dass es wird was passieren. Wir haben gesehen, wie das Monster hier hingegangen ist und das wird... Gut, das könnte auch in den Privaträumen sein, ich weiß es nicht. Gut möglich. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschö, tschö. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.